Borussia, BB2K Airsoft Channel. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Feuerspucker-Laune, seit ich den Wosport Spitfire in meinen Händen hielt. War aber so ein bisschen von der Qualität enttäuscht, weil ich dachte, warum hat Acetech da noch nichts gemacht? Und als ob die mich erhört haben, ein paar Tage später bekam ich glatt eine Mail, ob ich nicht mal den neuen Acetech testen möchte. Ja, und der ist jetzt gestern angekommen, kommt in diesen Karton, sieht hier auf der MK18 schon mal megamäßig genial aus. Aber ich rede nicht so viel, ich lasse mal lieber wieder das Auge für euch entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Review zum Acetech. Viel Spaß. Intro ist durch, obwohl das Intro, das hätte ich wahrscheinlich auch noch stundenlang machen können. Es macht einfach tierisch Spaß und genauso sich das erstmal nachher anzuschauen. Wenn man dabei ist, das zu machen, sieht es schon brachial aus, aber nachher im Video kann man echt hintereinander sich reinziehen. Ich werde nachher auch noch mal ein paar Tests machen mit unterschiedlichen Airsoft-Waffen, sodass ihr euch da auch noch mal einen Einblick oder Ausblick oder ja, ihr wisst schon, was ich meine, dass euch damit vergnügen könnt, was man mit diesem alles machen kann. Jetzt aber zurück, wir sind ganz am Anfang. Ja, von der Firma Acetech zur Verfügung gestellt, dieses neue Gerät hier, dieses Spielzeug, das ist jetzt nicht nur ein Muzzle-Flash-Generator, sondern auch noch ein Tracer in einen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mehr als nur eine Antwort auf den Wosport-Tracer. Das ist mal eine Ansage. Aber dazu später. Ja, ich kann euch nicht sagen, was das Teil hier kostet. Es ist noch nicht mal bei Acetech im Shop gelistet. So neu ist das. Ich hoffe, vielleicht ändert sich das im Laufe des Review, wenn ich es hochgeladen habe, dann würde ich euch die Informationen unten in die Videobeschreibung noch eintragen. Aber zum heutigen Stand, keine Ahnung. ja, aber was ich euch schon mal sagen kann, was alles in dem Karton hier enthalten ist, und das schauen wir uns jetzt an. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich hier der Tracer selber, dann ein USB-Ladekabel, ein Adapter, um auf 11 mm positiv zu kommen, ein 6-Kant-Schlüssel und zum Schluss nochmal eine gute bebilderte Anleitung, wo alles drin steht, wie man hier mit dem Gerät umzugehen hat. Kommen wir zu den technischen Daten, die blende ich euch hier auch nochmal ein. Erstmal selber zur Verarbeitung. Der Tracer sieht wieder hervorragend aus, auch hier optisch allein. Mit den Löchern hier drin und diesen Einfräsungen und diesen Zacken sieht er wirklich aus wie so eine Mündungsfeuerbremse als mehr als ein Schalldämpfer. Hat Acetech richtig schön gemacht und auch hier die Beschriftung ziemlich dezent draufgeschraubt. Auch hier im hinteren Bereich. Also allein schon von der Optik macht hier dieses Teil eine ganze Menge her. Das Ganze ist auch CE geprüft. Spritzwasser geschützt, sehen wir nachher, wenn wir das ein bisschen auseinanderschrauben. Wir haben hier überall Gummidichtung drin, sodass ihr damit auch im Regen ohne Probleme spielen könnt. Auch ist die Elektronik im Gegensatz zum Wosport absolut perfekt geschützt, aber dazu kommen wir später. Ja, zur Länge. Der Tracer hat eine Länge von 76 mm, einen Durchmesser von 32 mm und ein Gewicht von 70 Gramm. Mal im Vergleich dazu packe ich euch hier mal den Brighter C daneben und den Leiter BT. Wie ihr seht, liegt er hier im Mittelfeld, ist also auch noch ein wirklich sehr, sehr kompakter Tracer. Ja, kommen wir noch mal zu den Modis, die zeigen, gucken wir uns später auch noch mal an. Wir haben hier die Möglichkeit, drei Modis zu schalten, entweder nur Tracer, Tracer und Flame-Modus oder Flame-Only. Wenn ihr den Tracer nur benutzt, im Tracer-Modus könnt ihr 24.000 Schuss mit einer Batterieladung rausschießen. Tracer und Flame sind es dann 12.000 oder nur in Flame auch nur 12.000 Schuss. Obwohl nur 12.000 Schuss, ich denke mal, das reicht locker für einen ganzen Spieltag bzw. Spielabend. Bevor ich euch zeige, wie man hier den Tracer auflädt, noch ein Wort zu den supporteten BBs. Ihr könnt hier natürlich alles durchjagen, dank hier der Flame-LEDs
auch Standard 6 mm BBs funktionieren hervorragend. Wenn ihr den Tracer-Modus verwenden wollt, braucht ihr natürlich Tracer-BBs. ASTech gibt hier vor, dass das Ganze nur mit grünen am besten funktioniert. Da habt ihr auch eine hervorragende Reichweite. Wenn ihr rote Tracer-BBs verwendet, ja, ein bisschen schwach, ich habe es ausprobiert, lohnt sich wirklich nicht. Wer unbedingt rot spielen möchte, der nimmt dann den Brighter BT. Ja, wichtig ist auch noch für die Leute, die hier Full Auto unterwegs sind, man kann mit dem Tracer 35 Rounds per Second durchjagen. Da wird dann wirklich jede BB beleuchtet und ich muss ehrlich sagen, das reicht auch vollkommen aus. Bevor ihr den vollen Spaß hier habt, müsst ihr natürlich erstmal den Tracer aufladen. Dazu schraubt ihr hier hinten die Endkappe ab und da zeige ich euch gleich noch mal ein kleines Highlight, was ASTech hier verbaut hat. Das kann man auch sehr schön sehen an diesen roten Gummiringen. Das hier sind O-Ringe, die dafür sorgen, dass der Tracer Spritzwasser geschützt ist nach IPX65. Ihr braucht euch hier also keine Sorgen machen, dass hier Feuchtigkeit reinkommt. Ihr seht auch innen, die ganze Elektronik ist hier mit Kunststoff noch mal verkleidet. Und auch nochmal auf der anderen Seite, sodass ihr hier wirklich auf der sicheren Seite seid. Ihr dürft es natürlich nicht in die Pfütze tunken, das ist nicht so gut. Aber so für einen regnerischen Tag ist es absolut perfekt. Ja, gucken wir uns mal an, wie man das Ganze auflädt. Ihr seht ja hier schon den Schlitz. Hier kommt der USB-Stecker rein. Ich stecke das mal ran. So. Und jetzt seht ihr schon, wie das Ganze hier so ein bisschen pulsiert. Wenn es grün pulsiert, dann heißt es, sind wir hier fast fertig. Es gibt drei Stati, einmal rot, orange und grün. Ich blende euch das dann auch ein, was es für euch bedeutet. Da habt ihr so ungefähr eine Anzeige, wie lange es noch dauert. Generell, wenn der Akku komplett leer ist, habt ihr eine Ladezeit von 2,5 Stunden. Wenn ihr jetzt das Kabel abzieht, hört ihr so ein Piepen. Dann wird auch sofort der Tracer eingeschaltet und ist einsatzbereit. Wenn ihr den Tracer wieder ausschalten möchtet, habt ihr hier den Powerknopf. Einmal kurz drücken, dann piept es und der Tracer ist aus. Ich lasse die Kappe hier gleich mal offen, denn wir wollen uns jetzt mal die ganzen Funktionen anschauen, die uns hier der ASTech bietet. Ja, den Anschaltknopf habt ihr ja schon kennengelernt. Den brauchen wir jetzt, um den Tracer anzuschalten. Dazu einmal nur kurz drauf drücken. Ihr hört einen Signalton, das erklärt euch Akustik, jetzt ist er an und ihr seht auch zusätzlich hier auch nochmal dieses grüne Blinken. Das haben wir leider auch auf der Vorderseite, ist vielleicht nicht so günstig, denn in einem Nachtspiel kann so auch der Gegenspieler sofort erkennen, wo ihr hockt. Ich werde mal ASTech anschreiben, ob es vielleicht zukünftig eine Version gibt, dass man das Ganze hier auch noch ausschalten kann. Aber zurück zu den LED-Indikator. Das Grüne zeigt euch jetzt auch an, dass der Akku vollständig geladen ist. Leuchtet das Ganze orange, wisst ihr, jetzt habt ihr nur noch halbe Leistung. Und wenn das Ganze hier rot leuchtet, dann heißt es jetzt mal wieder schnell ran an die Ladestation. Ja, Tracer ist jetzt an. Wenn ihr den anschaltet, habt ihr jetzt die Funktionen Flame und Tracer. Das probieren wir gleich mal aus. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Napf und hau da mal eine Tracer BB durch. Zack, das flasht ganz schön ab. Und ihr könnt auch sehen, die grüne Tracer BB wird schön beleuchtet und leuchtet auch richtig lange. Also hier kommt ihr auf jeden Fall ordentlich weit im Dunkeln. Da habt ihr gar keine Probleme. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze umschaltet. Wenn ich den Knopf gedrückt halte, wird immer mit einem Signalton quittiert, wo ich gerade drin bin und gleichzeitig auch nochmal hier vorne, was ich als nächstes mache. So, wenn ich jetzt drücke, bekomme ich jetzt zweimal einen Piepton. Ihr seht, jetzt sind nur die Flame-LEDs angegangen, das heißt, jetzt bin ich nur im Flame-Only-Modus. Wenn ich jetzt nochmal die BB hier nehme und durchjage, geht jetzt hier nur der Flame auf. Es wird nur ein bisschen beleuchtet, aber kann man wirklich vernachlässigen. Also wenn ihr nur mit normalen BBs spielen wollt, könnt ihr hier nur auf Flame schalten. Dann könnt ihr ungefähr an einem Spieltag so 12.000 Schuss mit rausspielen. Und das, denke ich mal, reicht vollkommen aus. Der nächste Modus ist dann der Tracer-Only-Modus. Wieder gedrückt halten und dann bekommt ihr drei Töne und auch nochmal ultraviolettes Licht zur Bestätigung.
Jetzt haben wir dreimal gepiept. Ihr seht das ultraviolette Licht. Ist für euch auch ein Signal, dass wir jetzt nur im Tracer-Oni-Modus sind. Ich nehme nochmal eine Bibi. Ihr seht, jetzt wird wieder die Bibi ordentlich beleuchtet. Ist für euch auch jetzt ein Hinweis, dass ihr auch nur mit Tracer spielen könnt. Und auch da habt ihr jetzt den Vorteil, dass ihr, wenn ihr nur mit Tracer Oni spielt, dass ihr sogar 24.000 Schuss mit einer Batterieladung rausschießen könnt. So, wenn ihr jetzt wieder auf Flame und Tracer gehen wollt, drückt ihr erneut drauf. Dann bekommt ihr jetzt nur einen Signalton und nochmal von vorne den Hinweis. Einmal Ultraviolett, einmal Flame. Jetzt seid ihr wieder im gemischten Modus. Ich mach's nochmal. Zack. Ihr seht, Tracer Bibi wird aufgeleuchtet und wir haben hier den Flame-Modus. Im Inneren haben wir hier ein 14 mm Negativgewinde. Das passt so gut wie an alle Airsoft-Gewehre, die es so auf dem Markt gibt. Außer ihr habt ein paar Exoten. Möchtet ihr Pistolen verwenden, hat Aztec für euch hier auch nochmal einen 11 mm Positivadapter mit hinzugefügt. Den schraubt ihr hier einfach rein. Und dann könnt ihr das Ganze auch an einer Pistole ohne Probleme schrauben, die ein Innengewinde am Outer Barrel hat. Positiv auf negativ macht sich immer ein bisschen schwer beim Festschrauben. Daher hat euch hier Aztec hier diesen kleinen Sechskantschlüssel zur Verfügung gestellt. Den steckt ihr hier einfach in dieses Loch von dem 11 mm Adapter. So, und jetzt könnt ihr nämlich, ohne dass ihr hier an den 14 mm negativ kommt, den Adapter schön festschrauben und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass der Tracer hier ohne Probleme an der Pistole hält und nicht locker wird. Ich denke mal, jetzt haben wir das ganze Trockene durch. Jetzt kommen wir zum Spaßfaktor. Ich habe mal den Aztec hier auf der Deadpool Glock draufgelassen. Jetzt teste ich für euch mal mit verschiedenen Airsoft Modellen, wie der Tracer sich jetzt hier so macht. Ich habe jetzt hier bei der Glock zunächst ein paar Tracer Bibis drin und die restlichen Schüsse sind dann normale 6 mm Bibis. Dann könnt ihr euch mal einen Eindruck machen, wie das Ganze aussieht. So, dann fangen wir mal an und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ersten Schuss wieder Tracer, danach normal Bibis. Letzter Kandidat in der Testreihe G&G Firehawk High Cycle. Und auch hier muss ich euch mal zeigen, passt der Aztec perfekt rein, funktioniert sofort. Und gerade bei dem Firehawk Modell macht das richtig Spaß. Ich mache zunächst erstmal Tracer und dann schaut euch das mal an. Sieht schon genial aus und jetzt zeige ich euch das gleiche nochmal, wie das aussieht, nur mit Standard 6 mm. Sieht auch genial aus. Ich denke, das reicht.
So, bleibt nur noch eins übrig, das ist Fazit und Kaufempfehlung. Mein Fazit, ihr seht es ja noch am Grinsen, ich könnte am liebsten immer weitermachen. Das macht einen Höllenspaß. Also Tracer machen schon eine Menge Spaß, aber hier mit diesem Muzzle Flash Generator sieht das einfach umwerfend aus. Und ich hatte euch ja damals ja schon bei dem WooSport Review gesagt, das Teil in einem Nachtgame, wenn jeder das hat, Kopfkino total. Ich bin hin und weg und Acetech hat wieder gezeigt, wer hier der Beste ist. Der hier ist unübertroffen. Allein schon dieses Design, ich halte es mal ein bisschen näher ran, das sieht überhaupt nicht langweilig aus. Auch hier mit den Löchern hier an der Seite, wo dann auch die LEDs hier auch seitlich rausleuchten, das sieht alles viel, viel authentischer aus. Und auch hier der vordere Bereich viel, viel aggressiver und man sieht nicht sofort unbedingt von der Seite, dass da LEDs im Spiel sind. Also hier hat Acetech wieder ganze Arbeit geleistet, auch mit der Geschichte, wie die Elektronik hier gesichert ist, die ganzen Features. Ja, Acetech Number One. Ja, Kaufempfehlung gebe ich euch auf jeden Fall raus. Einzige Problem ist, ich weiß nicht, was dieser Tracer kostet und wann er denn offiziell verfügbar ist. Das ist mein großes Problem hier bei dem Review. Sobald ich was habe, packe ich das unten in die Videobeschreibung rein. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, ich schätze mal 80, 90 Euro. Ich hoffe eher günstiger, das wäre natürlich besser für euch. Schade ist natürlich, dass ich euch jetzt mit dem WooSport schon so heiß gemacht habe. Hätte ich das gewusst. Ich kann euch nur sagen, wenn, dann nehmt den Acetech. Da seid auf jeden Fall qualitativ auch auf der besseren Seite. Und ihr habt es ja auch im Video gesehen, das Ding hat nochmal ein bisschen mehr Effekt als der WooSport. Von daher Acetech Number One. Ich glaube, ich wiederhole mich. Okay, das war's von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Heute hier mit diesem wunderschönen Spielzeug, was einfach nur ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Bleibt mir nur mein Standard. Dazu drehe ich die Firehawk mal um. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bleibt mir alle gesund. Ja, und wir sehen uns. Macht's gut. Euer Bruce.